Ich könnte gefühlt auch einen Unfall... Okay. Das mit dem Unfall war ein Joke! Ahoi Matrose, wenn Sie vor sich auf den Boden sehen, dann dürfte Ihnen eventuell eine Ansammlung an Gegenständen auffallen, die für Sie vielleicht so aussehen wie Müll. Mir liegen diese Gegenstände aber sehr, sehr stark am Herzen, deswegen räumen Sie alles in das Boot und fahren Sie es nach da hinten. Und wenn Sie was verlieren sollten oder kaputt machen sollten, dann versenke ich Sie eigenhändig im Atlantik. Kein Druck. Ah, hört euch das an, ist das nicht wunderschön? Musik in meinen Ohren, das Rauschen des Meeres, das Zwitschern der Vögel und die nervigen Jugendlichen in ihren blöden Jetskis, wie sie mir in meinem Weg rumfahren. Ich liebe diese Inselkette. Und damit willkommen zurück hier bei Radical Relocation, wo nicht mehr viele Gegenstände, die ich stapeln muss, mein Hauptproblem sind, sondern andere Schiffe, die mich rammen. Und ich habe langsam die Theorie, die werden dafür bezahlt, mich zu rammen, weil ansonsten würde man ja Platz machen, denn mit einem Schiff ein anderes Schiff zu rammen, das geht für beide Schiffe oft nicht gut aus, das ist denen einfach komplett egal. Okay, zwei Porzellanschüsseln, eine große Pflanze, eine Topfpflanze im Porzellanteller und ein kleines Sofa. Ich sag's halt jedes Mal, das ist ein Sessel und kein Sofa. Aber das Spiel besteht darauf, dass es sich bei diesem Möbelstück um ein kleines Sofa handelt. Also eigentlich wollte ich, Dankeschön, eigentlich wollte ich das Ding da hinlegen. Hat er jetzt irgendwie gesagt, nee, machen wir nicht. Habe ich keine Lust drauf. Wenn ich das so mache, sollten sie nicht kaputt gehen beim Gas geben. Korrekt? Jetzt nur mal so... Komische Physik. Nur mal so frei überlegt. Ich glaube, die sollten das überleben, wenn ich Gas gebe. Ich teste das gleich mal. Ich räume das alles hier rein, dann schauen wir, wie es funktioniert. Ich mag halt diese Bäume nicht. Also das hier ist, glaube ich, der schlimmste Gegenstand im Spiel. Weil die rollen einfach die ganze Zeit. Das hier wird nicht funktionieren, aber wir versuchen es trotzdem. Was passiert, wenn ich Gas gebe? die arme Pflanze. Okay, ich muss nach hier. Das heißt, das Ding kann auf der Stelle wenden. Am besten wäre es also, hier lang zu fahren. Volle Kraft voraus. Und dann schauen wir mal, wie lange das hält. Das Sofa macht mir mehr Sorgen als die Pflanze. Muss ich wirklich sagen, das Sofa rutscht sehr, sehr stark hin und her. Ich meine, aktuell ist noch alles gut. Aber sobald ich halt vom Gas gehen muss, bewegt sich alles in der Gegend rum. Ich sollte einfach durchziehen. Ich glaube, wenn ich Vollgas fahre, funktioniert es. Oder wenn ich einfach Vollgas fahre und nicht auf die Bremse steige, dann geht das. Ich mach's nochmal. So, hier kommt der ultimative Test. Hält das? Irgendwie ja. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber es funktioniert. So, wohin? Hier an der kleinen Insel vorbei. Und dann in diese Richtung. Ich fahre mal rechts vorbei. Die sind gerade straight durcheinander gefaced. Hast du das gesehen? Für die gilt Kollisionsphysik nicht. Für mich schon. Ja, das ist ja toll. Deine Banane hat, by the way, gerade ein kleines Wollen. Ja, das funktioniert. Es ist nicht mein bester Stapeljob. Aber solange es funktioniert, funktioniert's. So, die Pflanze ist kaputt. Gott sei Dank. Ich hasse diese Pflanzen. Wenn ich einen davon kaputt machen kann, bin ich glücklich. Habe ich eigentlich neue Boote zur Verfügung? Warte mal, Werkstatt? Das Rennboot und der Schlepper. Das Ding ist einfach so groß, das ist schon fast, als würde man hacken. Das Rennboot. Pfeilschnell. Problem ist halt, wenn man damit Gas gibt, dann rutscht gefühlt alles nach hinten runter. Das ist, glaube ich, nicht so die beste Möglichkeit. Ich bleib mal bis auf Weiteres beim Propellerboot. Das funktioniert ganz gut. 5 Fußbälle. Ja, das ist ja quasi geschenkt mit dem Propellerboot. Wenn ich die alle hier vorne reinmachen kann, was vermutlich platzmäßig nicht reichen wird, dann können die nirgendwo hin. Dann mache ich halt einen nach da hinten. Ja, die können nirgendwo hin. Das ist ja, als würde man hacken. Guck dir das an. Ich könnte gefühlt auch einen Unfall... Okay. Das mit dem Unfall war ein Joke. Ich wollte sagen, ich könnte auch einen Unfall bauen und alles ist gut. Der Jetski hat das ein bisschen wörtlich genommen. Das war übertrieben gemeint, Jetski. Verstehst du? Ja, easy. Guck mal, was ich damit für... Okay, never mind. Ich wollte gerade sagen, guck mal, was ich damit für krasse Kurven fahren kann. Aber irgendwann schaukelt sich's dann auf und ich... Gehe die Gefahr ein, dass so ein Fußball einfach rausspringt. Muss nicht sein. Okay, bis jetzt ist die zweite Zone echt nicht so schwer. Es hat auch jemand gefragt, was dann in der dritten vorkommt mit dem Hubschrauber.
Wahrscheinlich hat man dann so einen Frachtkorb, wo man das Zeug reinmacht und man muss irgendwie Wind ausweichen. Kann ich mir gut vorstellen. Eine Tischtennisplatte, eine Tretmühle, eine Küchenspüle und ein Kühlschrank. Okay, langsam kommen wir dahin, wovor ich Angst habe. Wir kommen in die, hier. Wir spammen einfach Gegenstände-Area. Das muss nicht unbedingt sein. Das passt. Komm. Du weißt, es ist sehr, sehr eng. Aber if it fits, you sit. Okay, und dann der Kühlschrank, der passt halt nicht so rum da drauf. Das ist... My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Ich kann ihn nicht drauflegen, ne? So sehr ich es auch will. Ich kann ihn nicht seitwärts... Das hier geht aber. Ist das besser, als ihn hinzustellen? Vermutlich ja. Wohin darf's gehen? An zwei großen Schiffen vorbei nach da hinten. Ich meine, es funktioniert. Ich darf nur nicht bremsen. Wenn ich bremse, rutscht mir der Kühlschrank von da vorne weg wie ein Torpedo. So, ich fahre hier mal mitten zwischendrin durch. Na? Der Maßstab ist auch ganz komisch. Der Kühlschrank, den ich hier rumfahre, ist so groß wie ein Rettungsboot von dem Kreuzfahrtschiff. Ich weiß nicht, wie... Ah, hi. Bitte nicht. Ich weiß nicht, wie das Sinn macht. Aber es ist einfach ein sehr, sehr großer Kühlschrank. Vielleicht sind auch Rettungsboote nur Kühlschränke. Wer weiß. Das ist eine interessante Verschwörungstheorie. Ja, easy. Also bis jetzt... gut machbar. Wahrscheinlich zaubert das Spiel jetzt irgendwas aus dem Hut, was mir unglaublich auf die Nerven gehen wird. Was ist mit den Dingern immer los? Drei Vasen und ein großes Sofa. Ja, da ist halt das Problem, wenn ich die Dinger falsch platziere und ein bisschen zu viel Gas gebe, dann fliegen mir Scherben um die Ohren. Wie eine Handgranate. Und das muss nicht sein. Hier, ist das eine gute Idee? Sollte man sich die ganze Zeit fragen bei dem Spiel. So, dann... Keine Ahnung, steht das Sofa halbwegs so, wie es soll? Funktioniert das? Ja, das geht. Ich darf mich nur nicht rammen lassen. Wenn ich mich rammen lasse, sind wir erlegt. Ich muss hier... Physik, was? Gerade eben ging es doch noch. Das heißt, wenn ich Vollgas gebe, gehen die Dinger kaputt. Nee, jetzt funktioniert's. Ich darf nicht bremsen. Ich glaube... Bro. Ich glaube, als ich gebremst habe, wurden sie nach vorne verschoben. Und dann, als ich wieder Gas gegeben habe, sind sie extrem stark nach hinten gerutscht, was sie dann zerstört hat. Ich glaube, das ist das, was passiert ist. Ich fahre mal ganz vorsichtig, ne? Oh, das ist eine unschöne Kurve, aber ich muss sie nehmen und ich darf nicht vom Gas. Wobei, ich habe ja... Warte, ich habe das Sumpfboot. Kann ich mit dem Sumpfboot hier rüber? Weil es hat einen flachen Boden. Es hat... Ja, es hat nämlich quasi keinen Tiefgang. Damit kann ich diese Kurve quasi so breit nehmen oder so weit nehmen, wie ich will. Und komme problemlos... zum Steg. Ich wünschte, man müsste noch irgendwie so eine Puppe oder sowas transportieren. Die würde ich dann vorne auf das Sofa setzen. Das ist das Sonnendeck. Okay, cool. Nice. Die Vasen sind alle kaputt, aber ist egal. Geschafft ist geschafft. Also bis jetzt ist das Sumpfboot, oder das Propellerboot, wirklich ein Meisterwerk der Technologie. Ein Koffer, ein Fernseher, ein kleines Sofa, es ist ein Sessel. Küchenspüle und eine Hundehütte. Ach, die blöde Hundehütte schon wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Hundehütte macht Probleme. Ich weiß auch nicht. Ist so eine Eingebung, die ich quasi gerade hatte. Kann man dich auf den Boden stellen? Das wäre... Ich will ihn eigentlich nur dahin stellen. Er lässt mich halt nicht, ne? Ja gut, weißt du was? Dann halt so. Dann kann er auch nicht groß nach hinten. Dann die Spüle hat hier Platz. Wundervoll. Dann... Ah, die Hundehütte ist jetzt ein Problemchen. Ich will sie eigentlich so hinstellen, dass sie nach hier hinten umkippt. Hier rein. Ja, genau so. Und sich dann verhakelt. Aber sie hilft irgendwie nicht so mit, wie ich das gerne hätte. Dann stelle ich sie mal hier drauf, auch wenn ich sie dadurch wahrscheinlich verliere, wenn ich Gas gebe. Und dann der blöde Sessel hier. Dann rutscht der so in die Lücke. Ja, das hier ist extrem wackelig. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich muss quasi eine 180-Grad-Wendung durchführen. Ich meine, bis jetzt geht's. Ich habe das Gefühl, wenn mal eine engere Kurve kommt, dann flutscht diese Hundehütte genau ins Meer. Besonders Rechtskurven sind jetzt super, super risky. Aber bis jetzt funktioniert es. Ich muss nur eben darauf aufpassen, die Kurven weit zu nehmen und nicht eng. Aber mach das mal, wenn überall andere Schiffe sind. Wobei, das hier ist eigentlich ganz gut.
Nee, es ist nicht der Sessel rutscht, die Blöde. Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Ich schaff das, ich verspreche es. Das war eine blöde Idee, vom Gas zu gehen. Ah, okay. Gleichzeitig Gas geben und wenden. Ist eine dumme Idee. So, und hier. Sessel. Der Sessel will sowas von Bord springen. Du bleibst jetzt hier. Ich hab's. Das war nicht meine Meisterleistung, was Zeit angeht. Aber ich hab's geschafft. Cool. Was kommt jetzt? Topfpflanze, Fußballtor, Flatscreen, TV, Klavier. Jetzt wird's voll. Das Fußballtor wird ein Problem. Wir gucken mal. Wir hoffen auf ein Wunder. Was passiert, wenn ich Gas gebe? Es funktioniert. Ich meine, bis jetzt rollt die Pflanze nicht zu stark in der Gegend rum. Das Problem ist das Tor. Das ist da vorne, so wie es auf dem Bug gelegt ist, nämlich super, super slidey. Weil anscheinend ist das Schiff auf Hochglanz poliert. Das heißt, immer wenn ich eine Kurve fahre, rutscht alles in die entsprechende Richtung. Und ich muss auch aufpassen, wenn ich vom Gas gehe. Ich darf quasi nicht sofort W loslassen, sondern muss dann anfangen, W zu tippen. Um quasi eine sanfte Bremsung zu erreichen. Und zum Glück kann ich auf der Stelle wenden. Das ist so praktisch, ihr macht euch kein Bild, ne? Ihr könnt... Oh, okay, das war eine dumme Idee. Ihr macht euch kein Bild. Nein! Es regnet Klaviere! Hey, heute in D-Moll. Ihr macht euch kein Bild, wie nervig das ist. Okay, cool. Ich krieg das hin. Das ist nicht schwer. Ich muss nur einen guten Zeitpunkt erwischen. Fragezeichen. Könnte es sein, das Klavier springt gleich über Bord? Nee, ich hab's. Aber grad so, ne? Also nochmal 100 Meter wären damit, glaub, nur sehr schwer drin gewesen. Das war wirklich instabil. Okay, der Basketballkorb. Weißt du was, Spiel? Nee, dafür besorge ich mir was anderes. Die Superjacht. Und das Piratenschiff. Soll ich Pirat werden? Komm, warum nicht? Das ist ein Insta-Buy. Das Piratenschiff. Da ist ja so viel Platz drauf. Nevermind, ich nehme das Statement gerade zurück. Weil das Schiff ist viel kleiner, als es aussieht. Irgendwie dann den Ball hier, den an... Wobei, den rollen sie vorne runter. Das ist auch blöd. Irgendwie... Hier... Und hier... Und das wollte ich nicht... Ja, klemmt euch irgendwie in die Ecke. Und dann den Basketballkorb einfach... quer drüber? Ach Gott. Ich hasse diese Dinger. Dann das Surfbrett und der Tennisschläger. Funktioniert das? Ich bin das Piratenschiff noch nie gefahren. Das ist auch ein Stück. Die Ecke habe ich nicht gesehen. Also ich habe sie schon gesehen, aber erst im letzten Moment. Und das Piratenschiff macht Motorgeräusche. Ich hätte jetzt gerne die Segel runtergelassen und dann volle Kraft voraus, aber nein, das hier ist ein Retrofit-Piratenschiff. Okay, die Black Pearl Mark II mit eingebautem Dieselmotor. Okay, das ist echt blöd, um an die Insel ranzukommen. Guck mal auf die Map. Es ist eine Bucht. Das heißt, ich muss jetzt hier außen rum, dann von der anderen Seite rein und erst dann kann ich meine Fracht abliefern. Wenn dieses riesige Schiff von einem Jetski quasi komplett aus dem Weg geräumt wird, dann glaube ich es aber. Ne? Ich weiß nicht, was diese Jetskis wiegen, aber da ist dann extrem Kraft dahinter, wenn ich einfach so von so einem blöden Jetski aus dem Weg geräumt werde. Ja, das funktioniert aber super. Da ist es, da... Okay. Wie eine Sprungrampe, weißt du? Es ist ein Jetski, das ist ein Piratenschiff. Du wärst ein Fleck hinten an meinem Heck, Kumpel. Mein Gott, okay. Oh. Der da hinten, das wird relativ eng, weil der hat ziemlich Speed drauf. Bitte nicht. Bitte nicht, fahr einfach hinter mir durch, Kumpel. Der will dahin, wo ich hin will. Ist das dein Ernst? Nee, will er nicht. Alles klar, ich habe schon ein Ausweichmanöver eingeleitet. Aber war nicht notwendig. Der da hinten, machst du mir Platz? Der hat eine schwingende Banane dabei. Wortwahl. Okay, das ist eine enge Kurve. Ich habe aufgesetzt. Ich habe den Tiefgang unterschätzt. Hat er jetzt nochmal eine Kurve gemacht? Was ist das denn? Ist das so ein... Hier so ein Rennboot? Also nicht das Rennboot, was hier im Spiel ist, sondern so ein richtiges Rennboot, wo man quasi auf der Stelle wenden kann, was so mit 340 Sachen übers Wasser schießt. Und wenn es den... Hier, den Abtrieb verliert, dann springt es wie ein Stein. So ein Ding? Keine Ahnung. Außerdem ist das ein sehr interessanter Hügel für Picknicktische. Ja, wer kennt's nicht? Ich mag's auch, mein Essen festhalten zu müssen, weil es sonst den Hügel runterrutscht. Das ist toll. Okay, alles klar. Zwei Kartons, ein Bonsai, ein Bücherregal, eine Hundehütte und ein großes Sofa.
Ah, das Bücherregal wird wie immer ein Problem, weil das liegt ja nicht still. Wir erinnern uns, es liegt auf der Rückseite still, aber auf der Vorderseite wackelt es die ganze Zeit. Wobei, ich könnte das Sofa draufstellen, das wäre dann, glaube ich, nicht allzu schlimm. Die Hundehütte hat hier vorne Platz. Ich wollte gerade schon sagen, den blöden Bonsai, den packen wir auch noch irgendwo hin. Hier passt es, na denn dann halt nach hier oben, warum nicht? Dann stellen wir auf das Sofa, auf das Bücherregal, wenn es mich dann lässt. Irgendwie so. Und ich würde sagen, wir sind entsprechend beladen. Ich muss aus der Bucht raus. Diese Bucht hier wird mich noch meine Nerven kosten. Okay, es dauert nämlich so ewig, hier rauszufahren. Da muss ich gerade richtig, oder wenn ich rauskomme, eine richtig fette Kurve machen. Quasi komplett in die andere Richtung. Und dann hier unten ist, glaube ich, nochmal eine Bucht. Das sieht wieder aus wie so eine Bucht, wo ich reinfahren muss. Buchten, Buchten, Buchten. Ich hab's verstanden. Das Spiel mag Buchten. Oder nein, 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 nein. Sofa, alles gut? Hängst du noch? Das war close. Ich glaube nicht, dass ich das Sofa bis nach da hinten jetzt bekomme. Eventuell ja. Vielleicht aber auch nicht. Das ist noch so weit. Und ich muss halt hier auch tierisch aufpassen. Weil, wenn ich nicht in tiefem Wasser bleibe mit dem Boot, setze ich auf und dann verliere ich das Sofa definitiv. Ich weiß nicht, wie es noch hängt. Ich glaube, das hat sich irgendwie am Bonsai verhakelt. Weil alles andere macht keinen Sinn. Also, rein physikalisch müsste es jetzt abrutschen. Es hat sich nur irgendwo verhakelt. Ich weiß halt nicht, wie lange es noch hält. Ich sehe das Ziel. Bleib ganz ruhig, Sofa. Ah, zum Glück habe ich den gehört. Wir haben es gleich. Es ist alles gut. Ich verspreche dir, du wirst heute nicht nass. Du wirst heute nicht nass. Du wirst heute nicht nass und ich werde dich nicht Ewigkeiten trocknen lassen müssen, um dich zu benutzen. Ne, ein Sofa kann man nicht trocknen, oder? Wenn ein Sofa komplett nass ist, durchnässt, das kriegt man nie wieder raus. Das fängt dann an zu stinken. Irgendwie habe ich es geschafft. Das ist meine Zielzone, Spiel. Zählt das Sofa als nicht auf dem Schiff? Alles andere, es ist alles hier. Spiel! Guten Morgen, die Fracht wurde abgeliefert. Guck mal, ich kann sogar tanzen, um dir das zu zeigen. Jetzt ist die Hundehütte kaputt. Was? Hat das Spiel nicht gecheckt, dass das Sofa auf dem Schiff ist, weil es zur Hälfte runter... Spiel, das muss zählen. Jetzt hätte ich das Ganze nochmal fahren. Mann! So, ist jetzt alles gut. Auf einmal geht's, weißt du. Das Sofa wurde vorhin schon abgeliefert, aber das Spiel sagt... Nein. Okay, drei Koffer, eine Topfpflanze, einen Kühlschrank, einen Fußball, einen Bügelbrecher und eine Lampe. Die Koffer sind nicht das Problem. Die kann man nachher hinten stapeln. Dann mache ich den Fußball irgendwie hier so. Dann wird er vom Koffer eingeklemmt. Ansonsten gibt es eventuell Probleme. Mache ich irgendwie so, ne? Dann ist der Fußball wie in so einem, wie in so einer Kofferfestung. Da kann das Schiff aufhören zu wackeln. Ich würde das gern platzieren, aber es lässt mich nicht. So. Mann! Wenn das Schiff wackelt, dann ist es manchmal im grünen Bereich und manchmal nicht. So. Dann ist der Fußball in so einer Kofferhöhle. Dann kann nicht viel passieren. Der Kühlschrank nach hier irgendwie. Die blöde Pflanze legen wir hier hin. Sollte alles gut sein. Und das Bügelbrett machen wir umgedreht. So, kein Problem. Habe ich das vergessen? Achso, das Ding. Was ist das nochmal? Eine Lampe. Okay. So, legen wir irgendwie so hin. Und Abfahrt. Es ist nicht weit. Was also passiert gleich? Das Spiel hat doch was geplant. Wenn es so kurz ist, muss gleich was passieren. Ich habe aufgesehen. Ja, wir haben Lecks. Ich weiß, das reicht. Oh oh. Ja, Problem wurde gefunden. Es sind wieder diese dummen Jetski-Kids. Es sind wieder diese blöden Teens, die sich auf ihre Jetskis hocken und einfach Let It Rip Brother machen. Auf Papas Jetski, by the way. Das ist nicht mal ihrer. Und dann fahren die mir hier volle Kanne in die Seite. Und sie fahren Jetski in Haigebiet. Minus 5 Millionen IQ. Wie blöd kann man sein? Wehe dir. Wehe dir, ich hab's fast. Jetski? Okay. Alles klar. Ja, easy. Easy. Nicht das geringste Problem. Die Jetskis in dem Game. Zwei Kartons, zwei Hanteln, Bücherregal, ein Flatscreen, Kaffeetisch und ein Kaktus. Ah nein, mit Kakteen habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht bis jetzt. Ich mag keine Kakteen in dem Spiel. Gar nicht. Wenigstens ist er gesichert unterm Bücherregal. Das geht also. Den kriege ich hier nicht unter. Das wäre jetzt perfekt, ne? Muss ich sagen, das wäre wirklich perfekt. Ist aber nicht drin. Dann mache ich das hier.
Dann räume ich den nach hier hinten, stelle die Kartons drauf. Dann ist, glaube ich, dahingehend alles gut. Die Hanteln kriege ich ins Bücherregal. Guck mal. Seid erstaunt wegen meinem unbegrenzten IQ. Den Kaffeetisch oben drauf und Abfahrt. Ist ja nicht weit. Mal schauen, ob ich wieder gerammt werde. Den habe ich zwar gesehen, aber ich dachte, es ist schon alles cool. Dieses Knirschgeräusch, wenn man mit dem Boden drüber fährt, das ist großartig. Ja, dann drift du hier mal durch. Dann ist nämlich Platz für mich. Die fahren hier wie die Wahnsinnigen. Hier stehen auch Yachten in der Gegend rum. Alle sind gechillt, nur die hier nicht. Die Profi-Rennfahrer. Hättest du die Kurve nicht ein bisschen weiter nehmen können? Mein Gott, unser Profi-Drifter hier. DK und nicht Donkey Kong, sondern der Drift King. Ah, ich hasse euch alle. Oh mein Gott, hier ist die Hölle los. Das hier ist nicht easy. Der da hinten macht gleich eine Kurve. Ja, da ist er. Wohin darf es denn gehen? Ich warte ihn ab. Wahrscheinlich von ihm aus gesehen nach rechts. Naja, das wäre der Drift King. Ist nicht dasselbe Boot wie vorher. Aber aus derselben Familie, die driften alle gleich. Ich erkenne doch meine Pappenheimer. So, geht doch. Ein Stern, aber ich habe jetzt auch ein bisschen eine weitere Route genommen, damit mir nicht nochmal ein in die Seite knallt. Vase, Becher, Koffer, Sofa, kleines Sofa, Hundehütte, Surfbrett. Surfbrett ist easy. Die Ablage hier hinten ist underrated, ne? Das Ding ist super. Irgendwie so, ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Vase hier. Aber das passt schon, es ist ja nicht weit. Es ist ja nicht weit. Ich muss nur hinter dem Kreuzfahrtschiff durch. Aufpassen, dass ich nicht vom Frachtschiff gerammt werde. Und dann sollte alles gut sein. Was ist eigentlich mit der Hundehütte los? Ach stimmt, die steht halber in einem im Surfbrett. Deswegen ist die physikalisch etwas verwirrt. Wir warten. Na, ist wie bei einem Zug. Dauert ein bisschen, aber wenn man nicht aufpasst, wird man platt gemacht. So, kommt einer von rechts. Das wäre sehr verantwortungslos. Zum Glück nicht. Und die Leute beachten hier auch nicht die klassische Regel, der erst nach links, dann rechts gucken. Die geben einfach gar. Das ist denen total egal. Das ist denen total egal. Okay. Das ist... Das Piratenschiff ist ein Meisterwerk. Da passt so viel Zeug drauf. Ich könnte das hier noch ewig machen. Ja, das ist krass. Allein die hintere Ablage reicht, um meistens einen Großteil von dem, was ich transportieren soll, zu transportieren. Das ist krass. Wirklich, wirklich krass. Dann der Kühlschrank, der hat hier noch Platz. Wundervoll, diese blöde Pflanze. Ich mag dich nicht. Ich de facto hasse ich dich. Hier, aber ich kann sie nicht hinmachen. Hier und hoffen, dass sie Lucky fällt. So ist gut. Ich glaube, die geht so schnell nirgendwo hin. Und dann die Tischtennisplatte. Einfach klonk oben drauf und gucken, was passiert. Ach, warte mal, so. Komm, ich will sie einfach oben drauf fallen lassen. Und dann soll sie den Rest halten. Hier an der Ecke geht's. Aber ich krieg das Timing nicht hin, Mann. So, pass auf, dann das hier. Dann das Surfbrett und oben drauf den Kühlschrank, wenn's mich lässt. So. Funktioniert das? Das Surfbrett ist kurz davor, einfach sich durch den Boden zu glitschen, aber ich bin mir sicher. Das läuft schon irgendwie. Diese Ablage da hinten ist komplett underrated, gell? Also für die ganzen kleineren Sachen wie Koffer oder Kartons oder so ist die Ablage meistens genug, um sie da komplett unterzubringen. Das ist echt geil. Dann habe ich den ganzen vorderen Teil für die restliche Fracht. Ja, das Surfbrett springt bald nach rechts raus. Das ist ein bisschen am Rumwackeln. Ich glaube, wenn die Physik sich einkriegt, dann fliegt das einfach nach rechts zur Seite raus. Und wenn er gerade so ein Jetski-Fahrer ist, dann ist es der, keine Ahnung, halbkopflose Nick. Nein! Haben wir uns kurzfristig rumentschlossen, wo wir lang wollen, ja? Der sah jetzt echt aus, als fährt er da rechts durch. Nee, zieht eiskalt noch zu mir, als würde er mich wirklich rammen wollen. Die Leute hier, es ist unglaublich. Ich kann es auch nicht abwarten, bis ich aus dem Gebiet raus bin. Weil die Leute sind einfach frech. Einfach extrem frech und ungehobelt. So, ein Level noch in dem Biom und dann müsste das nächste kommen. Ne? Dann müsste das mit den Hubschraubern kommen. Ein Schrank, eine große Pflanze, eine Topfpflanze, Porzellanteller, Porzellanschüssel, Klavier, Küchenspüle, Bett. Okay. Das ist machbar. Klavier. Bitte bleib liegen, ich habe das gerade gesehen. Ich weiß, du denkst gerade ernsthaft drüber nach. Was?
Hast du die Hitbox hiervon gesehen? Ich glaube, ich habe es jetzt nur kaputt gemacht, weil er mich gerammt hat in die riesige Hitbox von hier. Und deswegen ist es zerbrochen. Sorry, Maus, ich wollte es nicht an dir auslassen. Okay. Okay, Dude. Wie viele Minuten habe ich jetzt verloren? Locker 3 meines Lebens, die ich nie wieder zurückbekomme, weil er so ein Vollidiot die Augen nicht aufmachen kann. Nein, nein, gegensteuern, Captain, gegensteuern. Wir sind kurz davor, das Klavier zu verlieren. Okay, das Schiff hat sich aufgeschaukelt und das Klavier wäre fast runtergefallen. Das ist ja nicht so geil. Das heißt, ich muss extrem aufpassen bei Kurven, wenn ich dann eine schnelle Gegenkurve mache. Wirklich? Das ist so ein freches Manöver. Dann könnte es dafür sorgen, dass sich das Zeug aufschaukelt und einfach das Klavier zum Beispiel wegfliegt. Wo willst du hin? Nicht durch mich durch, bitte. Okay, er wollte durch mich durch. Kriegt's aber nicht hin. Yo, Mr. Hai, kannst du... Ich will nur hier durch. Ich hab's gleich, okay? Ist das letzte Level in dem Biom. Bitte lass mich in Ruhe. Abgeliefert. Cool, schließe die Inselregion ab. Könnte ich jetzt zu den Helikoptern? Ich hab auf nächstes geklickt. Spiel. Klicke und es passiert nichts. Spiel. Escape geht nicht. Enter geht nicht. Leertaste geht nicht. Oh, Alt F4, das ist eine coole Taste. Jetzt ist was passiert. Oh, cool. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, aber habe ich jetzt die Dingsregion freigeschaltet? Die Arktisregion? Ja. Okay. Ich schaue mir das noch kurz an. Ich mache die Mission jetzt nicht, aber ich will wissen, wie das aussieht. Das ist cool. Okay, das heißt, ich mache das Zeug da drauf und schleppe das dann mit dem Hubschrauber von A nach B. Okay. Ich guck dir mal links unten die Steuerung an. Okay, das ist Leistung. Okay. Leertaste für mehr Leistung. Alles klar, dann Ruder. Na, das ist zum Drehen, also Heckrotor quasi. Steuerknüppel XY, cool. Und das ist nach vorne und hinten. Das steuert sich voll merkwürdig. Alles klar. Und dann kann ich mit X das Seil anbringen. So. Okay, X. Und dann ist das Zeug auf der Palette. Und dann muss das an seinen Bestimmungsort. Und ich kann nicht höher... Ach, Bäume sind das Problem. Ich kann nicht höher als so. Was ist das denn für ein Helikopter? Wenn er das so 5 Meter über dem Boden transportiert, das ganze Zeug, dann fahrst du auch gleich mit dem Auto dahin. Da, weißt du, was ein Hubschrauber im Unterhalt kostet? Allein das Ding anzulassen kostet ein Vermögen. Dann kauf dir doch ein Auto, du Vollidiot. So, ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Radical Relocation. Und dieses Mal habe ich eine sehr wichtige Lektion gelernt. Ich hasse Boote. Also nicht Boote an sich, sondern Boote, die von anderen Leuten gefahren werden. Das ist furchtbar nervig. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, zum Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich muss sagen, ich bin etwas angesäuert, aber es war schon deutlich schlimmer. Das Spiel ist bis jetzt noch relativ nett zu mir.